Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und ich zeige euch heute, wie man ein ordentliches Lagersystem selbst sortiert in Satisfactory baut. Und zwar, wir haben verschiedene Sachen, die rein wollen. Draht, Schrauben, Platten, also sonst Zeug. Um die jetzt irgendwie in ein Lager zu bekommen und dafür zu sorgen, dass unsere Produktion weiterläuft, müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, wie das am besten geht. Wir fangen an mit einem Lagercontainer. Wir nehmen uns jetzt hierfür erstmal den kleinen, weil wir sind ja noch relativ, ja, nicht so weit in dem Ganzen, und setzen den jetzt mal hier so hin. Ne, auf dieser Seite soll unser Zeug reinkommen. Ich lasse bewusst jetzt viel Platz dazwischen, damit man es besser sehen kann, damit man es besser upgraden kann. So. Ne, wir machen erstmal nur zwei. Also da Beton, da Draht. Wenn wir jetzt als erstes hingehen, viel mehr Zeug haben wir quasi am Anfang noch nicht. Wir brauchen irgendwann diese intelligenten Splitter dafür. Wir bauen uns als erstes einen Fusionator dafür, der natürlich da rein zeigt. Normalerweise wird man möglichst nah dran bauen. Ich lasse es bewusst so viel Platz, dass man hier dazwischen kann, weil wenn man hier ein Band reinsetzt, in dem Fall kann man noch hingehen, wenn man jetzt ein schnelleres Band hat und haben möchte, na, jetzt zum Beispiel ein Zweier oder bis hoch zum Fünfer, kann man das so leichter upgraden. Wenn man später sowieso so weit ist und das ganze Zeug hat, dann macht es Sinn, die Sachen näher zusammenzubauen, ein hohes Band da rein. Hier gibt es noch eine Besonderheit, aber dazu später mehr. Jetzt wäre das erstmal so, gerade für einen Spielanfang wäre das der Aufbau, den wir hätten. Wir könnten jetzt hier gucken, wo wir, wo haben wir es? Logistik sind wir doch richtig, da ist unser Loch. Wir können jetzt hier hingehen und sagen, da soll bitte unser Beton rein. So. Und hier unten drunter. Da. Hätten wir den gerne. Da drin. Beton kommt an, läuft da rein, läuft dort lang. Jetzt natürlich auch direkt in den Container reinsetzen können, aber das ist für spätere Spiele ein bisschen schlecht. Wir haben auch schon mal so Situationen, da kommen verschiedene Sachen auf einem Band an. Nennt sich Sushi-Belt, kommt schon mal vor. Sollte man eigentlich vermeiden, aber was machen wir denn, wenn wir sowas haben? Hier kommt alles Zeug rein, geht da hin und es wird ja auch nicht irgendwie dann, wenn es hier reinkommt, wird es ja auch anfangen zu stocken. Also machen wir einfach Folgendes. Wir setzen dort einen intelligenten Splitter hinter. Wir müssen uns da auf eine Richtung einigen, in die wir wollen, weil das müssen wir für alle gleich machen. Auch hier wieder, normalerweise würde man ihn so dran setzen, aber wir machen das ein Stückchen auseinander. So. Auch hier packen wir das Zeug da rein. Jetzt hätten wir von dieser Wand aus kommen jetzt unsere Sachen hier rein. Ja, dann wird ja jetzt hier der Spaß reingehen. Im Moment ist der so eingestellt, geradeaus geht alles. Was wir wollen, ist, dass in unserem Fall, also Mitte, links, rechts, da ist links, da ist Mitte, da ist rechts. Das Gelbe zeigt uns an, da stellen wir nichts ein, wir stellen nur die grauen Seiten. Ich jetzt hingehe, hier in der Mitte, und sage, alles Unbestimmte soll geradeaus. Das bedeutet so viel wie, wenn ich es nicht kenne, schiebe ich es da lang. Auf der rechten Seite kommt das hin, was wir hier rausgeben wollen, in dem Fall Beton, weil hier in den Container soll Beton rein. Auf der linken Seite setzen wir aber den Überschuss. Das bedeutet, Unbestimmtes geht geradeaus. Beton, der nicht mehr in den Container passt, packen wir auf den Überschuss. Der geht also links raus. Aber wo geht das Zeug jetzt hin, dass hier in den Überschuss kommt? Wir könnten jetzt einfach hier ein Band legen oder direkt einen Fusionator, um das da hinten reinzukriegen. Weil es
ein bisschen kompakter ist. Gehen wir hin. Suchen uns auch eine Richtung aus. Da ich da hinten den Schredder schon hingesetzt habe, machen wir das hier drüber. Und zwar 2 hoch. Also ne, 2 nochmal oben drauf von den Fusionatoren. Weil dann haben wir den wunderbaren Effekt, wir können uns einen Förderlift nehmen. Und den, ne, der ist dann nicht gestaucht. Hier unten kommen wir nicht dran. Aber hier oben kommen wir rein und können den wieder wegnehmen. Und dann haben wir, und ich nenne es mal hier C. Ne? Das läuft hier durch. Jetzt nehmen wir dieses komplette System hier, das, und setzen das nochmal hier drüben dran. Jetzt haben wir hier die beiden Systeme. Hier kommt unser Beton rein, dort kommen unsere Drähte rein. Jetzt muss natürlich unser Sushi-Band hier, muss natürlich auch noch weitergeleitet werden. Das ziehen wir hier unten durch. Fertig. Ja, relativ einfach, die beiden sind verbunden. Hier wird nichts verbunden. Gut ist. Wollen wir jetzt aber natürlich noch den Schredder da hinten bedienen. Den brauchen wir hier oben. Das letztendlich das schnellste Band oder wenigstens einen schneller als das, was wir unten verwenden. Ja. In dem Fall, wir haben hier einen Mark II, also 120 Teile. Dort haben wir 60 Teile. Weil hier oben kommt ja alles zusammen, was von den Einzelnen kommt. Dementsprechend müssen wir gucken, dass wir das schneller wegkriegen, als dass es aufs Band draufkommt. Macht nicht den Fehler wie ich in meinem Let's Play und setzt hier unten alles schön Fünferbänder. Das geht zwar schön schnell ins Lager rein, bringt euch aber überhaupt nichts. Weil wenn das hier oben nicht wegkommt, verstopft das und ihr habt auf einmal wartet auf meinetwegen Kabel, die irgendwo da vorne sind, aber weil hier schon ein Knoten beim Beton ist, knallt euch das alles weg. Also, das machen wir nicht. Schön gucken, dass hier oben schneller ist als da unten. Ich gehe jetzt einmal hin und mach das für all unsere Produkte fertig. Damit hätten wir jetzt all unsere Teile hier erstmal drin. Alle schön sauber, wie sie drin sein sollen. Habe ich natürlich schon was vorbereitet. Da unten haben wir ein Sushi-Belt. Den lassen wir mal schön schnell hier hochkommen. Und man sieht, hier sind verschiedene Sachen drauf. Jetzt passiert Folgendes. Das geht hier vorne rein, wird zusammengefügt. Das ist natürlich im Prinzip noch besser, wenn man den Spaß hier etwas schneller macht. Also, so, dann geht das da schneller rein und hier wird das zusammengebaut. Das Wichtige ist halt nur, dass dieses und dieses Band, der ein langsamer ist als der. Oh, es kommt jetzt alles, läuft hier schön durch und wird sauber einsortiert, wenn man die Sachen einstellt. Dadurch, dass die Sachen noch nicht eingestellt waren, habe ich jetzt erstmal hier oben schon Sachen drauf liegen. Das war jetzt quasi der Ersatz dafür, dass da unten voll wäre. Ja, das Kabel kommt nicht bis dahin hin, der weiß nicht wohin damit. Packt es also da hoch, da liegt es rum und wird jetzt da reingehen. Wenn jetzt hier eine Platte kommt, die wird hoffentlich hier rausgeleitet. Na gut, könnte jetzt auch sein, dass der ein bisschen Überschuss von da hat. So, jetzt muss nur noch dieses Band von hier oben. In dem Fall einmal recht pragmatisch hier rausgebracht werden. Und geht in den Kollegen rein. Das war nicht ganz gerade, aber macht das. So. Hier läuft das Zeug und wenn immer hier etwas ankommt, Kabel, das geht hier durch, hier vorne hin. Der schreddert das jetzt schön weg und der ganze Überschuss ist nicht mehr euer Problem. So, Moment, das wird da reingepackt, die werden dort reingepackt. Und der Spaß ist durch.
So funktioniert grundsätzlich ein Lagersystem. Ob ihr jetzt hingeht, hier vorne Türen vorsetzt oder beziehungsweise Wände, ne, also die Kollegen davor oder ein Stückchen, also das Ganze nochmal ein Stückchen zurücksetzt, um es irgendwie schöner zu machen. Also so sieht das jetzt aus, wenn er den da hinmacht. Wenn man die ein bisschen anders setzt, werden die direkt dahinter. Ob ihr Schilder dran macht oder auch relativ beliebt, muss ich mal eben unten drunter hingehen. Das ist eher na, so eine Taktik vor Schildern. Geht hin, nimmt sich den. Also quasi so eine Schicht unten drunter. Jetzt auch nicht unbedingt so kreuzquer darüber gehen müssen. Setzt ein Förderband so hin, in den Boden rein, setzt ein Boden drauf und man sieht auf dem Boden vor dem Container, was denn da drin ist. Und für den Fall, dass man jetzt nicht so genau an der Kante gebaut hat und das so hinkriegt, sondern ein bisschen weiter drinnen haben möchte oder so, gäbe es noch die Möglichkeit, dann mit wo sind sie? Mit diesen Platten zu arbeiten, je nachdem, wie man es haben möchte. Dann könnte man so einen Gang machen. Oder man, wenn man die wegnimmt, kann man auch hingehen. Dort einmal. Dort einmal. Oder eben dann halt auf drei, da hätte man ein bisschen breiteren Gang. Dann würde quasi noch einer hier dazwischen passen. Ja, sehe dann den nochmal weg, so ein bisschen zu veranschaulichen. Hätten wir so etwas und dann wieder den Kollegen. Und so hätte man dann eine, ja, könnte man hier noch eine zweite Reihe hinmachen und man hätte das Lager auf beiden Seiten. Spart ein bisschen in der Länge, aber nicht in der Masse. So. Wenn ich das machen möchte, habe ich natürlich die Möglichkeit, also ich würde jetzt nicht auf beiden Seiten Beton hinmachen. Ja, da kämen jetzt meinetwegen auf der Seite die Kabel würden jetzt hier hinkommen. Dann hätte ich die Möglichkeit, alles, was hier oben hier nicht einsortieren könnte, quasi am letzten, könnte man sagen, geh noch mal hoch und packt das Zeug anstatt hier oben drauf, alles was jetzt noch über ist, gehen wir ein bisschen um die Ecke. Wir können das ja mal, so tun. So, setzen den hier hin. Das wäre jetzt das Ende von dem Ganzen. Und wir sagen, was da über ist, das lassen wir jetzt da hochfahren. Oder eben im Zweifel noch höher. Hier wird das jetzt gerade passen, aber quasi noch mal einen höher, um dann auf der anderen Seite anzulegen. Das ist das Grundprinzip eines einfachen Lagers. Jetzt gibt es aber noch diese Es gibt ja noch diese anderen Container, die hier. Das Prinzip, was wir bei denen benutzen können, ist das gleiche wie bei denen. Also ihr könnt dann jetzt auch hingehen, einfach die austauschen gegen die. Fertig. Ja? Ich habe das Ganze mal vorbereitet. Geht jetzt ein bisschen in die Theorie. Ja? Wir haben schon Baupläne dafür gemacht. Und zwar sieht das dann so aus. Also, gleiche Prinzip. Kannst natürlich noch mal ein bisschen näher zusammenbringen, wenn ich den jetzt hinstelle. Auch wieder das gleiche Thema wie da. Und wir haben das so. Das ist exakt die gleiche Variante wie diese. Wird halt reingepackt, aber wir haben doppelte Kapazität. Wenn man das hier jetzt aber noch ein bisschen optimieren möchte, dann entfernt man den Bauplan wieder und nimmt sich das Ganze. Ja, ich habe es auch wieder groß gelassen.
Das ist jetzt eine Variante, da brauchen wir ein bisschen mehr Platz nach hinten raus, wie man sieht. Also auch mal wieder mittig zu setzen. So. Aber letztendlich genau das gleiche Thema. Hier unten haben wir unseren intelligenten Splitter, der den Überfluss direkt da reinpackt und wir haben zweimal ein Überschussband. Das heißt, beide Bänder hier oben können schön schnell abfließen und hier unten und da kann man dann entsprechend sein Zeug sofort reinpacken. Bei dieser Variante muss man sich aber überlegen, wie man sein Zeug da reinkriegt. Das heißt, der wahrscheinlichste Fall wäre sowas, setze für die eine Seite ihn dahin, für die andere Seite dahin, nehme mir dann einen Lift, den setze ich dorthin und den dort dran. So hätte ich das dann schön nah zusammen. Und wenn ich das mit einer Zweierwand mache, also hierhin, wird der Spaß dann irgendwie so ein bisschen so schief laufen. Also ich sag mal, dahin und dahin. Als Symmetrie-Junkie geht das sogar noch, weil beide gleich daneben sind. So funktioniert ein Lager in Satisfactory. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.